Mit Reinhold, dem Judikator, dem zivilen Chefverwalter hier in Ignodon im Hoch der Kleriker, haben wir gerade ein langes Gespräch geführt, haben gesagt, hey, wir wollen Kleriker werden. Ob das wirklich so unser Wunsch ist, ist noch nicht definitiv. Aber es hat auf jeden Fall was gebracht, diesen Wunsch zu äußern. Wir haben nämlich ein paar interessante Missionen bekommen, insbesondere den einen Kriminalfall zu lösen, mal wieder. Das hatten wir doch schon in Goliath gemacht, in der Stadt der Berserker, mit einem, ihr erinnert euch, moralisch sehr, sehr kniffligen Ausgang. Wir verlassen Reinhold mal. Boah, ist der grimmig und schlecht gelaunt. Und versuchen mal, diesen Auftrag, den er hatte, erstmal zu erfüllen. Das ist auch eigentlich gar nicht so schwierig. Zersetzende Kräfte, nächtliche Geschäfte. Das ist der Job hier. Wir sollen mit den drei Wachen, die wir müssen einen Elex-Händler auf frischer Tat ertappen, beziehungsweise Reinholds Männer haben das geschafft. Es waren allerdings zwei Verdächtige, einer ist abgehauen, den zweiten müssen wir noch rauskriegen. Und dafür sollen wir ein Gespräch führen mit den drei Wachen, die in der fraglichen Nacht unterwegs waren und deren Protokolle mal einsehen. Das sind hier auf der Karte, sind die markiert. Grubenwache, die Fabrikwache und der Herr am Eingang, der Xander. Wollen wir mal mit ihm zuerst sprechen? Da vorne ist er auch schon. Und nun, lasset uns beten. Na, mit ihm haben wir schon mal ganz kurz gesprochen. Fass dich kurz, ich bin beschäftigt. Was weißt du über den Elixhandel hier im Hort? Ach, du bist dann wohl derjenige, den Reinhold schickt. Ja. Ich habe vorschriftsmäßig Protokoll geführt. So ist gut. Wer sind nochmal die Verdächtigen? Siegfried, Hagen und Oswald. Ach ja, genau. Hier hast du das entsprechende Protokoll. Danke. Alles, was ich weiß, steht dort drinnen. Vielleicht hilft es dir ja. Danke. Wisst ihr was? Weil ich komme, dass wir sogar öffnen, das Protokoll, und selber lesen. Ja. Siegfried war von morgens bis mittags in der Maschinenhalle. Hagen habe ich morgens bei den Gruben gesehen und dann aus den Augen verloren. Oswald habe ich nur abends bei einer seiner Predigten gesehen. Wann war das denn überhaupt? Der Zeitpunkt, wo das Elex gestohlen worden ist? Ich sollte mal mit Dietrich sprechen. Um das genau rauszubekommen. Aber der Hund ist auf der Karte nicht angezeigt, ne? Nee. Laufen wir erstmal hoch zur Fabrikwache. Tschüss. Hört mir zu, ihr Jünger Kalans. Da bin ich mir sicher. Einmal hier durchrennen, geht das? Das Geheimnis hat sie mit ins Grab. Ach, das ist Haus der Suggestoren. Nein, nein. Hier war ich schon mal drin, das ist mir zu unheimlich. Das ist ja echt gruselig hier. Oh, da war doch was. Pflanzen gibt es hier zwar keine, wie in Goliath.
Hier soll die Wache sein, dann wahrscheinlich direkt um die Ecke, oder? Nee, dahinter. Was möchtest du? Wegen dem Elex-Handel hier im Hort. Des Elex-Handels. Woher weißt du davon? Reinhold schickt mich. Sieg dem Genitiv. Ich soll mir eure Protokolle von der Tatzeit anschauen. Totem Dativ. Dich schickt er dafür? Na gut, er wird schon wissen, was er tut. Hier hast du mein Protokoll über die Verdächtigen. Mehr als das weiß ich auch nicht. Es geht beides. Man darf beides heutzutage sagen, hinterwegen, sowohl Dativ als auch Genitiv, aber ich bin da ein bisschen altmodisch. Vor allem dann, wenn es einem schriftlich und mündlich unterschiedlich angezeigt wird. Von Siegfried keine Infos. Hagen war mittags weg, Oswald war mittags da. Das hilft uns alles nicht weiter, weil wir nicht wissen, wann der Diebstahl war. Du musst nicht alles glauben, was man so rum erzählt. So eine irre Ziege. Ach, Klatsch und Ratsch. Eine Schande ist das. Wir laufen nochmal zum Ausgang. Wir müssen ja noch mit Xander ein Wörtchen reden, dem Herrn, der uns schon reingelassen hat. Und dabei in Sachen Elex-Handel oder Elixit-Handel auch durchaus offen war für die eine oder andere Zahlung. So viel zum Thema. Wir Kleriker sind die Besseren. Da hinten ist Xander. Was kannst du mir über den Elex-Handel hier im Hort sagen? Na sieh mal einer an. Dich hat also Reinhold geschickt, die Sache aufzuklären. Ja. Interessant. Bevor ich dir mein Protokoll über die Verdächtigen gebe, möchte ich dir ein Angebot machen. Ich will, dass du Siegfried beschuldigst. Egal, ob er der Elex-Händler ist oder nicht. Aha. Siegfried ist der einzige Händler hier im Hort, den ich nicht unter meiner Kontrolle habe. Ich kann hier keine Händler gebrauchen, die unreguliert Waren verkaufen. Ich will, dass du dafür sorgst, dass Siegfried des Elex-Handels beschuldigt wird. Alles klar? Dass ich dich für den Gefallen bezahlen werde, versteht sich von selbst. Was für ein unangenehmer Typ. Nein, auf den Deal lasse ich mich nicht ein. Sehr schade, aber ich kann dich schließlich zu nichts zwingen. Falls du dich doch dazu entscheiden solltest, Siegfried zu beschuldigen, werde ich das mitbekommen. Dann steht dir die Bezahlung selbstverständlich zu. Wie dem auch sei, hier hast du mein Protokoll. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück und er ist sowieso der Täter. Enttäusch mich nicht. Exzellent. Wieso gefiel Falk das? Was bringt uns das? Also, lass uns mal methodisch überlegen. Gibt es vielleicht, können wir aufgrund der drei Protokolle uns zusammensetzen, dass jeder vielleicht, oder dass einer, dass zwei der drei zum Beispiel den ganzen Tag über von irgendjemand mal beobachtet worden sind und die anderen nicht? Sollen wir uns mal überlegen? Also Siegfried, Hagen und Oswald. Siegfried wurde von Mittag bis Morgen beobachtet. Nicht von morgen bis Mittag, sondern von Mittag bis morgen. Okay. Das heißt, die ganze Nacht und fast den ganzen Tag. Es war alles okay. Hagen, nur nachts. Oswald wurde morgens beobachtet. Okay. Dann das Protokoll hier. Siegfried, keine Ahnung. Hagen, den ganzen Tag über. Ja, dann ist bis auf den Mittag. Das heißt, Hagen bleibt nur noch, nachts wurde er ohnehin schon beobachtet, im anderen Protokoll. Das heißt, das einzige Zeitfenster, was übrig bleibt, wo er der Täter hätte sein können, ist mittags.
Und Oswald wurde morgens gesehen vom nach dem ersten Protokoll und mittags nach dem zweiten. Siegfried wurde von morgens bis mittags gesehen. Ja, dann kann er nicht der Täter sein. Weil das andere Protokoll hat ihn von mittags bis morgens gesehen. Das heißt, Siegfried ist es nicht. Hagen, morgens bei den Gruben gesehen, dann aus den Augen verloren. Hagen könnte es sein. Bei ihm war mittags fraglich. Und Oswald wurde nur abends gesehen bei seinen Predigten. Jetzt wird's interessant. Oswald wurde gesehen morgens, mittags und abends. Nur nachts bleibt unklar. Das heißt, falls der Elex-Handel in der Nacht war, nachmittags scheint es hier nicht zu geben, anscheinend. Also falls der Elex-Diebstahl des Nachts war, kann es Oswald gewesen sein. Hagen könnte es sein, falls er mittags gewesen ist, und Siegfried scheidet aus. Sollte wenn man die Nacht auch ausschalten können, dann wäre Oswald draußen, es wäre Hagen. Ich würde gerne mit dem Dietrich echt kurz sprechen, aber ich habe keine Ahnung mehr, wer das war und wo der rumstand. Hoppla. Das lassen wir natürlich auch weg. Mal schauen, was hier über Dietrich steht. Die Tat ist nachts begangen worden. Ja, dann ist es klar. Dann war es Oswald. Es war Oswald. Cool. Mitkommen, Falk. Wegen den Elex-Händlern hier im Hort. Ja? Ich vermute, ich kenne den Verdächtigen. Du hast also eine Vermutung, wer es war? Ich denke, es war Oswald. Ich habe es schon geahnt. Auch wenn er so tut, als wäre er der kalanfürchtigste Mensch in Magalan, so ist doch etwas komisch an ihm. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Wenn er wirklich der Verdächtige ist, dann wird er seine gerechte Strafe erhalten. Wenn dies geschehen ist, wirst auch du das versprochene Kopfgeld erhalten. Klasse. Klingt gut. Levelaufstieg haben wir auch bekommen. Ich fühle mich wie Sherlock Holmes. 10 Attributspunkte. Die spendieren wir in die Intelligenz. Ihr wisst warum. Weil wir die Persönlichkeitsfähigkeit Attribut uns holen wollen. Und auch den Praktiker bei der Persönlichkeit wollen wir erlernen. Bei beiden brauchen wir jeweils 50 Intelligenzpunkte. 47. Es fehlen noch 3. Ein Lernpunkt haben wir. Bekommen wir die durch Tränke? Ein Elix-Trank bringt 2 Attributspunkte. Und einen kleinen haben wir. Aber was bringt uns der? Dann fehlen uns immer noch 4 Attributspunkte. 2 Attributspunkte sogar. Nee, bringen uns aber nur... Wir brauchen 6 für die 3 fehlenden. 3x2 auf der hohen Stufe. Das heißt, wir bräuchten noch 2 weitere Elix-Tränke. Vorher ihn zu verplempern würde überhaupt nichts bringen. Den behalten wir erstmal zurück. Wir haben ja auch ein Rezept. Wo stehen die Rezepte?
hier. Anleitung Elex-Trank. Schnaps. Schnaps würden wir sicher bei den Outlaws bekommen bald. Also hier kann ich mir nicht vorstellen. Und Berserker. Ich glaube, da gab es auch keinen Schnaps. Wo man vielleicht Schnaps kaufen könnte, das wäre im Berserker, in der Berserker-Stadt, in Goliath. Sollen wir das mal versuchen. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe es von oben bis unten komplett durchstöbert. Lange nicht mehr hier gewesen. Werte, viele Pflanzen sind ja mittlerweile nachgewachsen, dass wir ordentlich pflücken können. Das ist doch schon echt anheimlich, anheimelnd hier, oder? Wir waren ja lange nicht mehr da. Die Welt der Kleriker wirkt schon sehr, sehr steril im Vergleich zu diesem entzückenden kleinen Städtchen. Jede Menge gebratenes Fleisch. Knochen wollen wir nicht verbrauchen. Doch, wir können Knochenmark-Brühe herstellen, die uns zusätzliche Rüstungspunkte bringt. Admin ist das Rezept ja besorgt. Das können wir echt machen. Das wollen wir doch gleich mal was herstellen. Zwei Stück. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Unfassbar. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Ja. Meine Güte. Wenn ich dachte, die Bibel ist ein Buch für die Ewigkeit. So wird das hier verhunzt in der Zukunft. Erschütternd. Echt zum Schreien. Schauen wir erstmal hier drin, ob wir hier Schnaps bekommen. Ich vermute aber oben in der Bar ist es wahrscheinlich, ja? Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Interessant, wir können Drüsen kaufen. Die brauchen wir ja für bestimmte Tränke. Auch Knochen. Viele Sachen haben wir ja selber verkauft. Oh, wir brauchen dringend neue Pfeile. Weiß, wenn wir das nächste Mal wieder welche bekommen. Ja, also das war's ja nicht. Tschüss, Linda. Lass uns, Falk, komm mal mit. Wir wollen mal schauen, wie es oben in der Kneipe aussieht. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Schnaps. Ja. Oh, ist der teuer. Der ist aber teuer. Dann schauen wir erstmal, wie viel wir brauchen. Weißt du, ob sich schon jemand darum gekümmert hat? Nein. Und ich kümmere mich nur darum, dass die Humpen voll sind. Anleitung Elex-Trank. Und sonst zwei Schnaps pro Trank. Und vier Elex pro Trank. Das war verdammt viel. Ich bin echt froh, dass ich deinen Job nicht mache. Vier Schnaps kaufen. Und ich bin froh, dass du mich ständig daran erinnerst. Suchst du was Bestimmtes?
Die Alps haben... Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ein Schnaps 25, dann kaufen wir gleich die 6. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Das Kämpfen überlasse ich den anderen. Ich bin mit der Harke besser als mehr Elex. Wenn die Werker so weiterackern, wird Goliath bald eine Festung sein. Wisst ihr, was ich mache? Ich versuch's noch einmal. Mit dem sollten wir auch, haben wir auch lange nicht mehr gesprochen. Mittlerweile waren wir bei den Klerikern. Vielleicht hat das ja Auswirkungen darauf, worüber wir uns mit Bertram, dem Kleriker, hier unterhalten können. Wir sehen uns. Ja, anscheinend nicht. Ich würde gerne noch einmal hochfliegen auf den Turm. Weil beim letzten Mal konnten wir da reiche Beute machen, jede Menge Elex aufsammeln. Außerdem könnten wir auch mal, wir waren ja mittlerweile in der Stadt in Ignadon drin, Gespräch führen mit Ragnar, dem Chef hier. Der hat uns ja den Auftrag gegeben, verschiedene Städte aufzusuchen. Zumindest vielleicht können wir einen Teil unserer Berichte hier schon mal abgeben. Bleib hier stehen. Okay. Der soll nicht immer dabei sein, wenn ich stehle. Der geht runter, das ist gut. Wer runter geht, geht gerade nicht hoch. Na toll. Doch, hier ist doch nichts. Ist etwas Bestimmtes? Nee, ich habe hier alles mitgenommen. Hier ist nichts mehr. Ich bin gleich wieder weg. Also ich glaube, wir haben hier alles geplündert, was es zu plündern gab. Jetzt holen wir uns noch unseren Falk. Mitkommen. Natürlich. Dann suchen wir das Gespräch mit Ragnar. Der da oben ist, genau. Schon sagen, hier ist es schon deutlich hübscher als in Ignadon. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich war im Relikt von Abessa. Was geht dort vor sich? Die Stadt ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Und ich hatte die Stille, die von dort ausgeht, stets als Zeichen von Kriegsvorbereitungen gedeutet. Aber jetzt stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier, das ist für dich. Oh, danke. 300 Splitter, nehme ich gerne an. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Wow, 500 Erfahrungspunkte. Sehr, sehr cool. Eine weitere Stadt. Mit einer weiteren Stadt sollten wir allerdings auch noch dorthin gehen und einen Bericht erstellen. Das ist das Outlaw Camp. Aber vorher wollen wir schauen, ob wir die eine oder andere Mission nicht noch für die Kleriker erfüllen können. Bis bald. Bald sind wir wieder da.
unterwegs, in der Wildnis und in diesem hässlichen Ignadon. Da fällt mir die Rückkehr jetzt ein bisschen schwieriger nach den herrlichen, dem herrlichen Sonnenschein und der tollen, schönen Atmosphäre hier in Goliath.